Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder. Und zwar, wie angekündigt, jetzt mit dem Haul. Ich war bei Woolworth, bei Teddy und bei Kick. Das liegt alles so auf einem Fleck. Und ja, da bin ich auch ein bisschen fündig geworden und habe da was gekauft und wollte euch das hier jetzt auch ein nochmal, wollte euch das jetzt nochmal vorstellen. Genau, ich fange mit Kick an, dann mit Woolworth und dann mit Teddy, weil Kick ist das Wenigste, dann kommt Woolworth und dann Teddy ist das Meiste. Soweit ich weiß, sage ich euch auch die Preise dazu. Natürlich, ne? Also, ich habe mir bei Kick einmal diese Wackelaugen gekauft für 1 Euro. 36 Stück sind da drin. Und zwar habe ich mir gedacht, für meine Halloween-Totenköpfe sieht auch witzig aus, wenn da so eine Wackelaugen drin sind. Habe ich auch schon mehrmals gemacht mit Wackelaugen und nicht mit Glasaugen. Und ja, sieht total witzig aus. Und habe ich auch schon verschenkt, kam sehr gut an. Und da habe ich mir mal diese Wackelaugen hier mitgenommen. Dann habe ich Geschenktüten gefunden. Und zwar sind da 50 Stück drinne. Für den unschlagbaren Preis von 1 Euro. Und das ist ja wohl mal mega. Also 50 Stück, das hätte ich jetzt nie gedacht. Aber ja, ihr seht es, 50 Stück. Rot mit weißen Sternen. Kann man schöne Sachen drin verpacken. Mal schauen. Dann das gleiche nochmal weiß mit roten Tannenbäumen. Auch 50 Stück für 1 Euro. Ja. Hätte ich nie gedacht, aber 50 Stück, das ist ja mal richtig viel für 1 Euro. Das ist wirklich unschlagbar. So, das war es dann auch schon bei Kick. Dann war ich bei Woolworth, habe ein paar Perlen gekauft. Und zwar habe ich mir noch einmal diese Perlen hier mitgenommen. Alle, die mein Video gesehen haben von dem Tutorial mit den Schneeflocken-Ohrringen. Das sind die Perlen, die ich dazu benutzt habe. Und zwar 25 Stück sind drin für 1 Euro. Ich habe davon zwar noch welche, aber die Farbe gefällt mir so gut, dass ich die nochmal mitgenommen habe. Dann habe ich, oh nein, ich habe was von Kick unterschlagen. Und zwar habe ich einmal diese hier gekauft. Und da steht auch Bastelperlen 48 Stück für 1,59. Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, die haben kein Loch. Also, ich konnte das bis jetzt nicht wirklich erkennen. Oder haben die doch ein Loch? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Vielleicht weiß das einer ja von euch, weil er die schon mal gekauft hat. Könnt ihr mir dann ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, sie haben kein Loch. Aber dennoch, ja, wird mir was damit zu einfallen. Die sind einfach. Ja, sie haben mir so gut gefallen, ich musste sie mitnehmen. Das war eben noch bei Kick. Weiter geht's mit Woolworth. Und zwar habe ich mir dann nochmal diese Perlen hier mitgenommen. Das sind auch Kunststoffperlen, 15 Gramm für 1 Euro. Und zwar sind die immer so, die sind facettiert und sind aber auch mehrfarbig. Also, ja, ihr seht es ja selbst, ne? Total klasse. Vielleicht werde ich davon mal eine Kette machen. Damit. Ich ja, muss mal schauen. Das waren die. Und die gleichen habe ich dann auch noch mal in diesem Farbton mitgenommen. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht zwei gekauft habe. Also zwei von jeder Farbe. Ich weiß, dass sie, ich glaube, die anderen hier nur einmal hatten. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich das noch mal irgendwie noch mal dahin. In der nächsten Zeit. Ja, das sind diese Perlchen. Dann habe ich gedacht, ich brauche mal ein neues Bastelmesser für 1,49. So eins habe ich schon und das liebe ich einfach. Nur ich weiß nicht mehr, wo die Klingen dafür sind, beziehungsweise ob ich überhaupt Klingen dafür habe. Ja, und somit muss ich es jetzt austauschen. Und ja, ich habe zwar eins von Action, aber mit dem komme ich irgendwie nicht klar. Das ist nicht so meins. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal dieses mitgenommen für 1,49. Entschuldigung. Dann habe ich mir Maxi-Teelichte mitgenommen, also Jumbo-Duft-Teelichte und es ist Sorte gebrannte Mandel.
Und wenn das riechen könnte, es riecht wirklich wie auf dem Weihnachtsmarkt nach den gebrannten Mandeln. Also das ist kein Spaß, die riechen wirklich wie gebrannte Mandel. Und zwar habe ich mir die zweimal mitgenommen für 1,49 und wenn ich nochmal zu Wohlwort komme, dann nehme ich mir die auch auf jeden Fall nochmal mit, weil die riechen einfach so lecker, wirklich wie die frisch gebrannten Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist unglaublich. So, das war's mit Wohlwort. Und dann habe ich zum Schluss noch Teddy. Und bei Teddy habe ich mir auch einmal dieses, ja, Bastelglitzer mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon habe. Wenn ich es schon habe, dann habe ich es jetzt zweimal. 20 Gramm, das ist wirklich viel, was da drin ist. Für 55 Cent, das kennt ihr, das habt ihr auch alle schon. Genau, dann habe ich mir noch, opala, Servietten mitgenommen. Und zwar, ich fand den Hund so süß. Oh, Entschuldigung. Oh, irgendwie habe ich was im Hals. Es kratzt schon wieder, oh, furchtbar. Ja, und genau, die haben 1 € gekostet. Wie viel sind denn da drin? Steht das da irgendwo drauf? Mal schauen. Ah ja, da oben. 20 Stück sind da drin und ich dachte für Weihnachten, ja, die sind so süß und deswegen durften die mit. Ich stehe total auf Servietten. Ich habe eine ganze Kiste voll nur mit Servietten. Ja, ich stehe drauf. Stehe ich auch zu. Ich liebe Servietten. Dann habe ich mir einmal dieses, ja, das ist so Samtband gekauft. Für 2 € ist jetzt nicht das günstigste. 2,50 Meter. Und da wollte ich euch jetzt auch noch mal zeigen, wie ich, also ein Tutorial dazu drehen, wie ich meine Schlüsselbänder selbst herstelle. Und ja. Und da wollte ich gerne das hierfür verwenden. Fand ich sehr schön, passt gut zu Weihnachten. Die hatten das auch noch mal in einem Dunkelrot, so ähnlich wie meine Fingernägel. Aber das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Da sieht dieses kräftige Rot schöner aus. So, dann habe ich mir noch einen kleinen ein LED-Rentier mitgenommen. Ich ziehe einfach mal, ich mache das hier unten jetzt mal ab. So. Und ziehe diesen Nuppi da raus, diesen Nüpsel, und dann mal gucken, ob er leuchtet. Ja! Oh, und er wechselt sogar die Farbe. Ist das nicht goldig? Aber das so, wenn das so die Farbe wechselt, ja, ist das irgendwie nicht so, dass ich das gerne anmache. Ich dachte, er leuchtet einfach nur so, weil das den ganzen Abend mir anzugucken, ist ein bisschen. Ach nee, das ist mir dann doch zu aufregend. Also zu nervös, sage ich mal so. Ja, der Körper ist wie immer aus Gummi, dass das so schön durchscheinend ist. Und ich dachte eigentlich, ich stelle ihn zu meinem Adventskranz, also mein Adventsgesteck. Da baue ich ja ein kleines Dorf auf und da wollte ich den dann dazwischen stellen. Genau, ach so, gekostet hat der 1,50 €. Also ich fand das jetzt, der Preis war vollkommen okay und deswegen durfte er mit. Oh je, oh je. Dann habe ich, ich weiß, es ist nicht umweltfreundlich, aber ich habe mir mal wieder diese Schnapsbecherchen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel da drinne sind. Steht das hier irgendwo drauf? Schnapsgläser. 30 Stück für 1 €. Und ja, das sind die ganz normalen kleinen. Weil ich mache ja nicht mehr so viel mit Harz, also nur noch auf Bestellung oder wenn ich was haben möchte. Und ich muss meistens so wirklich nur eine kleine Menge anrühren. Und da lohnen sich die Silikonbecher einfach nicht für die großen, die ich habe, wo 100 Milliliter reinpasst. Das ist dann definitiv zu viel. Und da nehme ich dann hin und wieder doch schon mal so ein Schnapsgläschen. Damit komme ich auch Ewigkeiten hin. Und ja, deswegen durften die auch noch mal mit. Dann habe ich mir noch einmal diese Schnapsgläser mitgenommen. 8 Stück sind das nur. Das steht auch Dessertbehälter, weil, schaut mal, die sind doch relativ groß. Und ich muss mal schauen, ob ich damit irgendwie
Ob ich die tatsächlich irgendwie für Dessert nehme oder sowas, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Oder ob ich die auch fürs Harzgießen nehme, wenn ich doch mal eine etwas größere Menge brauche. Da schaue ich einfach mal. Die haben auch 1 Euro gekostet, wobei die fürs Harzgießen, das sind nur 8 Stück, sind die eigentlich ein bisschen teuer. Genau, dann habe ich noch mal Perlen gefunden und zwar so schwarze und die hatte ich auch schon mal in Silber mit Weiß, in Rot mit Weiß und jetzt habe ich sie auch noch mal in Schwarz mit Goldgrau. 1 Euro das Paket für 24 Gramm und davon hatte ich 2 und 1 habe ich schon gebraucht. Wer mein Craft Update gesehen hat, der hat gesehen, dass ich daraus Ohrringe gemacht habe. So, das war das. Dann habe ich noch ein paar Sticker durften diesmal mit. Und zwar habe ich mir diese Kleeblatt-Sticker gekauft. Für 1,50 Euro und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil so in der Art solche Sticker habe ich noch gar nicht. Das sind auch irgendwie nur dreiblättrige Kleeblätter, also keine, die wirklich Glück bringen, keine Ahnung. 54 Stück sehe ich gerade. Also ich fand die niedlich. Ich dachte, vielleicht mache ich was für Silvester da draus. Ich muss mal schauen. So. Dann habe ich mir noch mal diese Rosen mitgebracht in dunkelblau. Da sind 39 Stück drauf für 1 Euro. Und zwar habe ich mir auch überlegt, daraus vielleicht, also die abzumachen, die Klebeseite zu entfernen und daraus vielleicht auch Ohrringe oder so zu machen. Ich muss mal überlegen, ob oder ob nicht. Und ja, mal schauen. Genau, das sind einmal die. Die gleichen habe ich noch mal in Rot mitgenommen. Dann habe ich auch noch mal so ähnliche, da steht 4 Stück drauf, weil es 4 Stränge sind. Und zwar sind es auch für 1 Euro so Sterne. Und die will ich tatsächlich auch zum Kleben verwenden, obwohl ich mir da auch vielleicht kleine Ohrsteckerchen gut vorstellen könnte. Ja, ich muss mal sehen, mal schauen. So, und zu guter Letzt habe ich tatsächlich noch was in der Wühlkiste gefunden. Für 10 Cent. Es ist jetzt nicht, es hat vorher 30 Cent oder 40 Cent gekostet. 40 Cent gekostet. Und ich habe es einfach mal mitgenommen, weil, ja, es ist Geschenkpapier. Geschenkpapier braucht man immer zu Weihnachten. Das fand ich wirklich schön, dieses Geschenkpapier. Für 10 Cent hat vorher 40 Cent gekostet und das ist 50 mal 70 Zentimeter. Aber das heißt, man hat immer, wenn man irgendwas einpacken will, kann man gleich so einen ganzen Bogen oder die Hälfte davon verwenden und dann ist es schon zugeschnitten. Fand ich ganz süß, fand ich schön für 10 Cent und Geschenkpapier brauche ich sowieso zu Weihnachten. Auch das hier habe ich dort gefunden, auch für 10 Cent. Und auch das hat mir super gut gefallen. Und deshalb durfte das auch mit. Oh, Entschuldigung. Oh je. Und dann habe ich noch einmal das hier auch für 10 Cent. Und das fand ich auch besonders süß. Ja, und deswegen... Das fand ich auch niedlich mit den Bärchen und den Weihnachtsmännern und diese Kugeln. Ach ja, Weihnachten ist schon was Schönes und auch jetzt zur Corona-Zeit. Ich finde, das hat sowas ein bisschen, bringt ein Stück Normalität zurück, auch wenn man sich an alles Mögliche halten muss und auch wenn das ein bisschen anstrengend ist, aber ja, es geht. Und deswegen freue ich mich besonders auf Weihnachten dieses Jahr und genau. Ich werde die Zeit jetzt noch mal ein bisschen nutzen und wünsche euch noch einen schönen Tag und habt viel Spaß, ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag, Freitag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.